Oh, Maulwürfe. Maulwürfe mit Nahrung. Mit Obsidian und Turmalin. Und da wir nicht mehr genug Stein haben, kommen jetzt wieder Holzleitern zum Einsatz. Denn Holz haben wir genug. So, so, so. Das hier alles ausheben. Wobei das Gold erstmal nicht. Erstmal will ich ans Turmalin ran. Ja, und für die Maulwürfe kommt meine gesamte kleine Truppe. Unglaublich. 150 Erfahrungspunkte für Level 2 Maulwürfe. Und ja, Leiter. Und Eisen. Und noch mehr Turmalin. Das finde ich jetzt nicht so toll. Da wollte ich eigentlich nicht reinbuddeln. Aber hey, er hat Essen. Und sowieso alles Mögliche. Verkaufsspezialisierung ist immer gut. So, den einen Goblin, den werden wir ja irgendwie tot kriegen. Ja, lebensmüde Bauarbeiter, Zwerge, das haben wir doch gerne. Du kannst dich ruhig auch wehren, Fernkampfzwerg. So, wie viele Erfahrungspunkte bringt jetzt der eine Goblin? Auch nur 150. Ja gut, das war wirklich nicht absichtlich, dass wir hier runtergraben. Aber hey, der Ort sieht auch vielversprechend aus, was Rohstoffe angeht. Und für Obsidian bin ich gern zu haben. Das bringt, macht nämlich bessere Trainingspuppen. Bessere Trainingspuppen als besseres Militär. Und ja, wir haben jetzt schon mal zwei von den drei. King's Quests abgeschlossen. Und hier sind wieder so wertvolle Golddinger. Ja. Nur Stein geht uns langsam etwas aus. Dafür geht die Nahrung jetzt ordentlich hoch, dadurch, dass wir jetzt so viel geplündert haben. Ja, das Problem ist, für mehr kann ich Obsidian im Augenblick nicht nutzen. Handwerkerverbesserung, weichere Betten, Arbeitergeschwindigkeit, das ist also das nächste. Und ganz schön viel Obsidian hier.
George! Der Raum fehlt noch und da muss ich wirklich gucken, dass ich aus der Richtung aus dann weiterarbeite. Oh, hier ist noch jede Menge Silber. So, mit dem ganzen Turmalin kann ich jetzt mal hier noch die Wände zu Ende bauen. So. Und dann mal kurz gucken, wo ist denn mein... Genau, der da. Einmal zum Gelehrten werden, bitte. Ich hätte noch eine Stufe 1 Forschung. Dann wäre nur noch Stufe 2 Forschung da, vor allem Plattenpanzer und bessere Spitzhacken. Weil wir müssen ja doch ein bisschen tiefer graben, als ich zuerst gehofft hatte. So, so rum sieht das besser aus. So, Turmalin und das ausbuddeln. Jetzt will ich gerade mal kurz herausfinden. Du bist noch nicht Level 10, deswegen kann ich dich auch noch nicht verbessern. Schwertausbildung, damit könnte ich meine Nahkämpfer verbessern. Zu Berserkern oder Wächtern war es, glaube ich, machen. Und hier oben ist viel zu viel Silber. Das ist eine Riesenader. Vergrößern wir mal den Raum hier ein bisschen. Da es mit Nahrung und so weiter hinhaut, hole ich einen dritten Bergarbeiter. Na, wie man sieht, wir brauchen die Jungs ziemlich häufig. Sie sind ja auch neben dem Militär unsere wichtigsten Zwerge. Jo, Bergarbeiter graben die Erde auf und so weiter. Neue Forschung. Ja, der Expertenforschungstisch. Den gibt es ja auch noch, aber guckt euch mal an, wie teuer der ist. Wir könnten uns einen leisten, aber da ist unser Gold im Keller. Aber hey, unser Holz. Können wir schon mal verkaufen. Ein bisschen. So. Und der würde halt nur die doppelte Forschungsrate bringen. Da sind zwei Forscher erstmal besser. Trainingspuppen ist klar. Sonst gibt es hier nichts Neues. Stühle, Betten ist alles soweit klar. Genauso wie der Marmortisch, den wir gebaut haben. Truhen gibt es keine neuen. Hier könnten wir jetzt eine Marmortruhe bauen, eine große. Also einen schönen breiten Schrank. Hier dürfte es auch nichts Neues geben. Eine Turmalinsäule. Na komm, verzieren wir mal hier ein bisschen. Den Thronsaal noch. Ein Suppenkessel. Ein Schatzhaufen. Schöne Rüstungsstatue. Horn einer Bestie. Ja, so direkt vor dem Thron zu bauen. Oder gegenüber vom Thron. Macht den Thronsaal ein bisschen imposanter. Müssen wir ehrlich verzeihen, hier ist... Wie viele Ressourcen sind hier, bitte? Und hier ist...
Okay, ich habe jetzt definitiv zu viel Gold. Ich denke mal, Gold brauche ich nicht weiter ausgraben. Im Augenblick. Hätte ich doch einen Expertenforschungstisch bauen sollen. Ja, könnte ich ja machen. Bau den mal bitte hier hin. Dann verkaufe ich einen der Forschungstische hier unten. Und hey, dann kann ich doch das Gold hier wieder ausgraben, was ich gerade demarkiert habe. So, du bist noch Level 2. Auf Level 4 wirst du auch wieder verbessert. Ja, Handwerksverbesserung. Bessere Plattenpanzer sollten wir vielleicht auch auf jeden Fall haben. Der Düngestein, die Düngesteinverbesserung finde ich jetzt nicht unbedingt so praktisch, weil eigentlich reichen 3 Arbeiter. Eigentlich reichen sogar schon 2 hier aus. Jedenfalls bei der Menge Nahrung, die ich hier habe. So, und wenn ich hier durchgraben würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder hier unten reinfallen, ja. So, das war ein Obsidianblock. Ah, er gräbt aber von unten aus. Nicht dumm, der Kerl. Ja, die Ecke vergessen wir dann einfach am besten, dass die existiert, so schräg, wie sie mittlerweile aussieht. Irgendwie hat keiner der Bergarbeiterzwerge Bock, hier hinten zu graben. Die graben alle lieber hier, wahrscheinlich wegen kürzesten Weg. So. Du gräbst jetzt hier, okay. Und dich könnten wir jetzt verbessern zu einem Schützen oder einem Grenadier. Den Schützen mag ich allerdings lieber. So, wir haben ja nämlich mehr Eisen, als dass wir Obsidian haben. Und das heißt übrigens Titan, nicht Obsidian. So, Handwerkerverbesserung, dann bessere Betten. Und dann gehen wir in Richtung Spitzhacken. Ja, und der trifft jetzt ziemlich oft. Das ist gut. Jawohl. Da ist hoffentlich das letzte Turmalin hier unten. Dann graben wir noch das Gold hier aus. Und da sind wir aber bis auf das bisschen da unten fertig. Hier ist alles ausgehoben, bis aufs Gold. Das Eisen hier hätte ich noch gerne. Ganz gerne. Ich kann mal wieder keine Leiter da platzieren. Doch, kann ich. So, sehr schön. Dass die Zwerge da auch gleich rauskommen. Und ja, so eine Meisterübungspuppe hält wirklich ganz schön lange. Ich sollte vielleicht noch eine zweite bauen. So, da hat mein Bauarbeiter, mein Handwerker auch mal kurz wieder was zu tun. Ja. Dich wollte ich verkaufen. Und dich nach hier verlegen. Weil da müsste jetzt die Forschung doppelt so effektiv sein. Naja, 16 wenigstens.
16 ist schon mal mehr als 11. Das heißt noch so ein zweiter Meistertisch.